Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die AfD hat einen Antrag eingebracht für Arbeitsplätze in der hessischen Automobilindustrie Euro 7 verhindern. Um was geht es? Eine Expertengruppe hat eine Studie zur Gestaltung der nächsten EU-Abgasnorm vorgelegt, um Stickoxide und andere Schadstoffe zu reduzieren. Euro 7. Und dabei geht es auch darum, die Regeln zur Überprüfung, dass sie deutlich strenger werden sollen, weil wir gesehen haben, wie die Automobilindustrie betrogen hat. Das war kriminell, meine Damen und Herren, und das muss auch Konsequenzen haben. Aber bei dieser Form der Kriminalität drückt die AfD ja gerne ein Auge zu. Das Klima vergiften tun sie ja auch gerne. Das haben wir den ganzen Morgen heute gehört. Und man kann ja schon sagen, sie sind ein bisschen so etwas wie der Auspuff der Politik. Von daher, Klima vergiften ist ja ihr Metier. Ich wusste nicht, dass Sie das als Beleidigung verstehen. Ich dachte, wenn man Verbrenner liebt, dann liebt man auch Auspuffe. Also von daher, es wäre irgendwie folgerichtig. Dieses Papier ist auf jeden Fall ein vorläufiger Vorschlag. Es gibt noch gar keine Beschlusslage der EU-Kommission. Aber schon beschwören die Lobbyisten die nahende Autokalypse. Und die FDP hat ja jetzt auch noch einen Antrag eingebracht, in dem dann beschworen wird, was alles Dramatisches passiert. Und man liest es in den Medien aus für den Verbrennungsmotor, wenn nicht gar für die gesamte deutsche Automobilindustrie, was da droht, weil das ja technisch alles überhaupt nicht zu schaffen sei, was in diesem Papier steht. Wenn also der Abgasstandard von 80 bzw. 60 mg Stickoxide pro Kilometer auf 30 gesenkt würde. Und das stimmt einfach nicht. Experten halten diesen Grenzwert technisch machbar. Und es gibt auch heute schon Fahrzeuge, die diese Werte erreichen. Und es ist darauf hingewiesen worden, dass in China heute schon ein Wert von 35 mg pro Kilometer gilt. Das heißt also halb so hoch wie in der Europäischen Union. Und deshalb ist diese Argumentation einfach nicht stichhaltig. Die Grenzwerte sind machbar, aber sie werden zu weniger Leistung führen. Das ist ja auch der Grund, warum die Hersteller betrogen haben. Man hätte die Werte schon einhalten können, aber dann hätte man die Leistungsgarantien, die versprochen waren, den Kundinnen und Kunden nicht mehr so garantieren können. Und das wird bedeuten, dass z. B. Geschwindigkeiten von über 200 Stundenkilometer nicht mehr möglich wären. Und da würde ich sagen, das ist ein schöner Nebeneffekt. Das wäre ein schöner Nebeneffekt gegen die Raserei auf Deutschlands Straßen. Deutschland ist das einzige Land in Europa, in der Europäischen Union, ohne Tempolimit. Da ist Deutschland wirklich ein Geisterfahrer. Und deswegen wäre es durchaus sinnvoll, wenn man die Raserei auch dadurch bekämpfen würde, dass, wenn man die Grenzwerte verschärft und die dann auch eingehalten werden, eben man nicht mehr rasen kann. Wer sich um die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie sorgt, der muss sich dafür einsetzen, dass sie zukunftssicher sind. Der darf nicht festhalten und Subventionen fordern für veraltete und umweltschädliche Technologien. Der muss auch etwas dazu sagen, wenn die Autos, die die Automobilindustrie herstellt, immer stärker motorisiert und immer schwerer werden. Und das erleben wir ja gerade, dass jede fünfte Neuzulassung ist mittlerweile ein SUV. Und jetzt könnte ich viel über diese Stadtpanzer sagen, ja, dass sie nicht nur in Zeiten der Klimakrise vollkommen kontraproduktiv sind, dass sie über jeden Radweg reinragen, dass sie in jedem Parkhaus anderthalb Plätze verbrauchen und dass auch das Unfallrisiko durch das Gewicht dieser Autos natürlich oft auch sehr viel höher ist, dass, wenn es zu einem Unfall kommt, dann eben auch mehr passiert. Da könnte ich jetzt sehr viel drüber reden. Fakt ist, es ist vollkommen fatal, in einer Situation, in der wir über Klimaschutz sprechen, dass Autos immer größer sind und 2 Tonnen Auto 70 Kilogramm Mensch transportieren. Das ist vollkommen unverhältnismäßig und eine Verschwendung von Ressourcen. Und ja, die Automobilindustrie hat jahrelang betrogen. Und sie muss jetzt in die Pflicht genommen werden. Also, es muss doch deutlich gemacht werden, dass Grenzwerte keine unverbindlichen Empfehlungen sind, sondern dass man sich daran auch halten muss. Und um was geht das? Es geht um Luftreinheit in den Städten. Es geht um die Gesundheit von Menschen, gerade an den stark befahrenen Straßen.
Das gefährdet und verkürzt das Leben von Menschen, wenn wir es nicht schaffen, für mehr Luftreinheit zu sorgen. Deswegen ist die Verschärfung der Grenzwerte richtig. Es ist auch richtig, dass es mehr Elektroautos gibt. Aber letztlich, was wir brauchen, ist eine vollständige Verkehrswende. Wir brauchen einen Ausbau des ÖPNV, wir brauchen eine Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs. Wir brauchen weniger Autos und wir brauchen sauberere Autos. Und das Entscheidende ist, dass eine Verkehrswende sozial und ökologisch gestaltet werden muss. Natürlich müssen wir immer einen Blick haben für die vielen 10.000 Arbeitsplätze, die an dieser Industrie hängen. Und für diese Menschen muss man die Plätze, Arbeitsplätze und die Industrie zukunftssicher gestalten und verändern. Aber die Arbeitsplätze wird es nicht sichern, wenn man einfach an einer veralteten Technologie festhält, sondern man muss den Übergang organisieren. Und da sind viele Ingenieure viel, viel weiter als die auf der rechten Seite dieses Hauses, meine Damen und Herren. Aber ich befürchte, dass sich die Autolobby auch diesmal keine allzu großen Sorgen machen muss. Bisher wurde ja noch jeder ambitionierte Abgasstandard, den irgendjemand in der Europäischen Union mal durchsetzen wollte, von der Bundesregierung aufgeweicht. Das befürchte ich auch für diesmal, zumal die Lobbyisten sich ja schon mal warmlaufen. Und wenn es höhere Standards gibt, dann haben wir ja gesehen, wie die Automobilindustrie sie umgeht, mit freundlichem Wegschauen des Bundesverkehrsministeriums und des Kraftfahrtbundesamtes. Man könnte es auch Kumpanei nennen, meine Damen und Herren. Und auf die Aussagen von VW würde ich mich in dem Zusammenhang nicht verlassen. Ich weiß nicht, ob die etwas gelernt haben. Ja, vielleicht haben sie die PR-Abteilung verbessert, aber ich würde mich nicht darauf verlassen, dass da Konsequenzen gezogen wurden aus diesem Skandal. Die AfD hat diesen Antrag gestellt. So ähnlich haben sie ihn ja auch im Bundestag gestellt vor kurzem. Und die AfD will sie offensichtlich mit diesem Antrag jetzt an die Beschäftigten in der Automobilindustrie ranwanzen und den Eindruck erwecken, sie vertrete deren Interessen. Was die Beschäftigten davon halten, das haben die sehr eindrucksvoll bewiesen, als der Thüringer AfD-Vorsitzende Höcke an einer Protestkundgebung bei Opel in Eisenach teilnehmen wollte. Ich darf das zitieren, das war im Spiegel ein schöner Artikel. Opel-Mitarbeiter drängen Höcke ab. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Thüringens AfD-Chef Björn Höcke ist sichtlich konsterniert, als die Opel-Beschäftigten diese Worte immer wieder entgegenrufen. Eigentlich wollte er am Opelwerk in Eisenach am Dienstag die Belegschaft bei einer Demonstration unterstützen, doch auf die Hilfe des AfD-Mannes verzichten Mitarbeiter und Gewerkschaftsmitglieder lieber. Und ich zitiere, wir haben keinerlei inhaltliche Schnittmenge mit der rassistischen Politik der AfD. Das haben die Kolleginnen und Kollegen gestern eindrucksvoll gezeigt. Darauf sind wir sehr stolz, sagt Michael Ebenau von der Bezirksleitung der IG Metall. Die Solidarität. Frau Wissler, lassen wir eine Zwischenfrage vom Herrn Lambrucci. Nein. Nein. Die Solidarität der AfD werde nicht gebraucht, erklärte auch der Betriebsrat. Und dem, meine Damen und Herren, ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Vielen Dank.